Shut up, John. Yo, meine... Drücken wir erstmal Pause. Kartoffelfreunde. Wir sind ja letztes Mal dabei stehen geblieben, als wir gegen dieses komische, Ding da gekämpft haben. Ich weiß nicht, wie es definieren soll. Es ist einfach nur ein krankes Stück Scheiße, was wir töten müssen, und ich weiß einfach nicht, wie, weil wir kaum was haben. Ich werde jetzt einfach mal weitermachen und guck mal. Was ist das denn für ein Auge? Okay. Das Auge, ist uns neu. Yo, genau, ja. Okay, wir nehmen jetzt mal die Shotgun. Gut, so läuft das, genau. So ist das gut, ja. Okay, jetzt nehmen wir eine Spritze und dann können wir die wieder auffüllen. So, eine Granate brauchen wir noch und das sind noch mehr Munition. Zack. Jetzt rennt er gleich wieder hier wie letztes Mal rein, um uns zu töten. Aber ich finde das fair. Weil wir verlieren ja auch kein Leben dadurch, das ist ja egal. Explodiere. Dann wollen wir das Ding nochmal einfrieren. Okay, das war knapp. Hier ist Munition für die Pumpe. Das heißt, wir gehen gleich nochmal, verstecken uns gleich nochmal. Hier ist noch eine Granate. Wow. Oh, hier ist noch mehr. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir in die Tür. So. Ich hoffe, das ist auch Sniper-Munition, okay. So, da ist er wieder. Oh, hier ist was noch. Was ist das? Blood Boysen, okay. Ja. Okay, läuft bei dir, Bruder, läuft bei dir. Ich weiß. Das Ding, das Vieh ist echt so. Ja, noch mehr Schaden und wieder durch die Wand hauen. Lauf. Was wollen wir jetzt? Frier bitte ein. Das hat super funktioniert. Was macht der? Wir haben nichts mehr an Munition oder so. Das heißt, wir haben nicht mehr wirklich viel Möglichkeiten. Ah, Moment, ich mach mal kurz den Gaming-Modus auf meinem Computer an. Ja, und er haut uns. Bitte nicht. So, was haben wir denn hier noch? Ja, wir können... Da. Lauf. Nein, nicht ausruhen. Nicht, nein. Wir werden... Hallo? What the... Bitte... Okay, ich habe so das Gefühl, wir müssen einfach nur das Ding so lange angreifen, bis dieses Auge rauskommt, dann dieses Auge kaputt machen. Das wäre gerade der logischste Punkt, den ich jetzt sagen würde, den ich jetzt vermuten würde. So. Hier haben wir noch mehr Shotgun-Munition. Und nur weil wir uns ausruhen mussten, sind wir gestorben. So, und jetzt stirb. Es ist immer so cool, durch die Wand zu fliegen, ne? Ohne Scheiß, ich hab noch nie sowas Wunderschönes erlebt. Blend. So, jetzt rennen wir rüber. Die nehmen wir nochmal mit. Oh nein. Warte, wir können ja jetzt noch den... Warte, wie können wir die nochmal aussetzen? Ach, R.
So, den Frostbolzen, den können wir jetzt nämlich nochmal mitnehmen. Dann frieren wir den nochmal eine Runde ein. Und chillt der Bruder mal ein bisschen. Hier immer noch Revolver-Muni. Noch ein bisschen Sniper-Muni. So, hier drin ballern wir uns jetzt erstmal die Drogen rein. So. Und nochmal eins und nochmal zwei. So, dann nochmal eins, nochmal zwei. Ich habe so das Gefühl, er kommt wieder. Oh, meine Fresse, ist das viel nervig. So, jetzt ballern wir dir nochmal die volle Frostdröhnung rein. Dann kriegst du den auf die Fresse. Ja. Die hängen mir irgendwie fest. Wo sind wir? Moment. Ach, da sind wir. Warte. Renn weg, renn weg. Wie kommen wir denn hier? So. Das Gerenne von dem Vieh geht mir ultra auf den Sack. Explosionsbolzen. Komm um die Ecke. Haben wir dich getroffen? Bitte haben wir dich getroffen. Wir haben ihn nicht getroffen. 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 Ich dachte, der ist geblendet. Nein, der rennt auf einmal wie so ein Irrer nach vorne. Genau, läuft bei dir, Bruder. So, das haben wir getroffen. Ey, wir haben nichts mehr mittlerweile. Und ausgewichen. Stirb doch endlich. Und zur Seite. Ja. Wie sollen wir das Vieh dann mittlerweile... Ich blick's nicht, wie wir das Ding töten sollen. Verpiss dich. Ja, ja, ja. Stirb doch. So, hier haben wir noch ein bisschen Shotgun-Muni. Nee. Was haben wir aufgesammelt? Revolver-Muni. Ja. Genau. Läuft bei dir. So will ich das sehen. Genau. Mach weiter so. Ich glaube, jetzt haben wir gar nichts mehr. Doch, wir haben noch eine Granate. So, damit werfe ich ihn ab. Bitte explodiert. Bitte verreck. Nein. Friss mich nicht auf, bitte. Wie sollen wir das denn schaffen? Nein, wir haben nichts mehr. Nein, nein, nein. Nein, nein. Komm. Ich brauche doch nur dein Auge. Nur dein Auge, nur dein Auge. Mehr nicht. Nur... Ich habe keine Munition mehr. Das ist unglaublich. Ich habe nichts mehr. Oh, wir haben Schleim. So. Hier wird doch irgendwo irgendwas irgendwie noch sein. Eine Spritze. Ich will nicht, dass er mich mit seinem Auge frisst. Nein. Das sehe ich nicht ein. Hier muss doch irgendwo noch was zum Looten sein. Nein, nein. Das ist unglaublich. Hier ist nichts mehr. Doch da! Oh mein Gott. Jetzt darf ich nichts falsch machen. So, jetzt weg, 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 weg. Abstand gewinnen. Geh, 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 geh. Moment, jetzt wählen wir unseren Harpoonbolzen aus. Lad nach. Ja, getroffen. Und? Stirbt er jetzt? Nein, er stirbt nicht. Wieso sollte er auch sterben? Ja, er rennt einfach mal durchs Feuer und wir sind tot. Okay. Gut, dass wir jetzt wissen, wie wir das Vieh kaputt machen. Also es hat irgendwas mit diesem Auge auf sich. Okay, warte. Wir machen das jetzt anders. Wir frieren ihn mit dem Frostbolzen ein.
gleich sammeln jetzt erstmal hier alles fröhlicher ein. Und dann, ja, mach kaputt, Bruder. So, guck mal, das brauchen wir hier. Das brauchen wir hier. Dann basteln wir uns noch kurz die... Nein. Die Spritze. Dann nehmen wir das. So, hier liegt nichts mehr. Jetzt können wir ihn wieder von hier drin abschießen und kaputt machen. Wo ist er? Bruder? Da ist er. Lauf, lauf, lauf. Du Vieh. Drecksvieh. Oh, da oben war auch noch Munition. Die können wir uns ja gleich holen. So. Jetzt wird das kaputt gemacht und das und der da und der da und das da und das da und jetzt trifft er uns. So. Mhm. Das ist super. Ja, das ist wunderschön, wie du dich da so bewegen kannst. So, hier ist noch... Nee, das ist eine Spritze. Das war knapp. So, hier ist noch mehr Shotgun-Munition. Noch eine Granate. Noch Sniper-Munition. Ist hier noch irgendwas? Ich dachte, da war noch was. Revolver-Munition. So, theoretisch könnten wir auch jetzt von hier... Ja. Dich brauche ich. Den Blendbolzen können wir einen verschießen. Nicht, nein. So, jetzt ist er geblendet. Dann können wir den nochmal aufnehmen. Sniper. Müsste noch theoretisch jetzt explodieren und... Stirb doch endlich, bitte. So, jetzt haben wir wieder seine ungeteilte Aufmerksamkeit, wie wir gemerkt haben. Und dann kriegst du den hier. Und Munition alle. Was machen wir jetzt? Den Revolver haben wir noch. Nein. Au. So. Jetzt heißt es wieder Dodging like a Boss. Jetzt ist es soweit. Jetzt können wir ihn mit dem Frostbolzen einfrieren und dann direkt hinterher schießen. Jetzt kommen wir aber auch her mit einem hässlichen Auge. Nochmal. So, und jetzt, einmal das Auge. Ah. Nee. Das geht so nicht. So, Kartoffelfreunde. Ich habe jetzt, das komplette Kapitel nochmal auf leicht gespielt. Nur... damit wir das hier zusammen jetzt endlich mal schaffen. Weil langsam ist das doch wirklich nervig, wenn wir hier einfach nicht weiterkommen. Ich habe auch noch ein Video vorher geguckt. Also es ist... Er ist halt nicht... man muss nichts Besonderes machen, um ihn zu töten oder so. Wir müssen ihn einfach nur... so lange angreifen, bis er stirbt. Da gibt es keinen besonderen Trick oder so. Einfach überleben und töten. Puh. Nochmal dies einsammeln, nochmal das einsammeln. So, dann haben wir hier noch die Schrotflinte. Können wir noch alles einsammeln hier. Eins, zwei, drei, vier. Ich will das Vieh auch endlich tot haben, ja, jetzt. So.
und dann noch dies und dann noch das und rüber, lauf. Mittlerweile kennen wir ja das Level hier ja schon auswendig, wo was ist, wie, wann, wer, wo, was, wer, wie, Penis. So, dann... Oh shit! Dann nehmen wir uns doch lieber nochmal die Spritze. Bevor wir jetzt verrecken. Au. Ich bin gerade so begeistert, weil ich keinen Bock mehr auf dieses Level habe. So, jetzt ruft er sein Auge und wir müssen jetzt... 1, 2, 3, 4. Guck mal, hier ist noch eine Granate. Die können wir auch auf ihn werfen. Während er zu uns kommt. Boom! So, dann haben wir noch. Stirb. Stirb. Aber es ist auch wirklich unglaublich, der Typ stirbt einfach nicht. Au. Au. Nein. Er hat wohl versucht, uns hier zu essen, ne? Ja. Oh, endlich haben wir den getötet. Das ist bestimmt so 10.000, oh, 30.000 Slime, Alter. Das Vieh war aber auch nervig jetzt, so. Gut, dann haben wir das alles jetzt geschafft. Dann ab in den Fahrstuhl. Und Ende. So. Das war das Kapitel 10. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, auch wenn wir den Endgegner dieses Levels hier mehrmals zuschaffen machen mussten. Penis, egal. Spiel speichern. Ich sag bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schlechte Unterhaltung und Kartoffelsalat. Tschüss.